Die Buche ist in unseren Wäldern sehr verbreitet. Obwohl sie recht widerstandsfähig ist, hat auch sie inzwischen mit dem Klimawandel zu kämpfen. Deshalb setzt sich Förster Dieter Pasizil für eine nachhaltige Forstwirtschaft ein. Der zentrale Punkt bei meiner Arbeit ist für mich, dass das, was der Wald uns heutigen Menschen bietet, auch den Menschen in Zukunft bieten kann. Dabei gilt es, den Wald den klimatischen Bedingungen anzupassen. Denn der Wald ist als Ökosystem und Rohstofflieferant unverzichtbar. Dieter Pasizils zentrale Aufgabe ist die Zusammenarbeit mit Waldbesitzern. Dabei geht es um Beratung, Organisation und Kontrolle. Grüß Gott. Grüß Gott. Schön, dass wir uns mal wieder im Wald draußen treffen können. Ja. Mein Ziel wäre, 10 bis 15 Festmeter Buche zu entnehmen. Das Holz soll dann als Bau- oder Brennholz verwendet werden. Also ich habe jetzt mal einen Ausdruck der Standortskarte mitgebracht, über die wir ein paar wichtige Informationen bekommen können. Jetzt schauen wir mal, wo wir hier was machen können. Gehen wir gleich mal dann da ein Stück hinunter, da sehe ich schon was. Für die Arbeit im Wald ist schweres Gerät erforderlich. Wilhelm Waffenschmidt nutzt das Holz aus seinem Wald selbst als Brennholz. Wenn die Stämme lang, gerade und makellos sind, kann er die Bäume auch als Schnittholz verkaufen. Da die Bäume langsam wachsen, muss der Waldplan auf Jahrzehnte im Voraus festgelegt und aktuell gehalten werden. So können die Förster auf unerwartete Situationen reagieren. Diese Freifläche ist durch einen Sturm entstanden. Das war ein Ereignis von sehr wenigen Minuten und dann sind die ganzen Bäume dort gelegen. Mit solchen Ereignissen werden wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit verstärkt rechnen müssen. Diese Extremereignisse bringt der Klimawandel mit sich. Bäume, die jetzt freistehen, sind plötzlich der direkten Witterung ausgesetzt. Das Resultat: Trockenheit, Schädlinge und Anfälligkeit für den nächsten Sturm. Wir haben dann versucht, hier auch weitere klimatolerante Baumarten neben unseren bekannten Baumarten wie Eiche und Buche einzusetzen. Und in diesem Fall haben wir es einmal mit Esskastanie versucht, die sich bis jetzt sehr gut entwickelt hat. Es werden aber nicht immer neue Baumarten angepflanzt. In diesen doch relativ buchenreichen Beständen kann man gut mit Naturverjüngung arbeiten. Naturverjüngung heißt es, wenn aus den Samen der alten Bäume die nächste Generation, die jungen Bäume, aufwachsen. Dafür muss der Lichteinfluss durch das Kronendach von den Förstern reguliert werden. Das Verhältnis zwischen Licht und Schatten muss stimmen. Dieter Pasizil schlägt vor, welche alten Bäume entnommen werden sollen, um Platz und Licht zu schaffen. Auf diese Art wollen wir versuchen, für die zukünftigen Generationen einen wertvollen Wald zu erhalten.